Die Ferien haben begonnen und an vielen Orten, an vielen Schulen in Thüringen werden wundervolle Projekte, kreative Projekte umgesetzt. Heute sind wir hier in Meiningen. Die Regelschule am Pulverrasen hat in 14 Tagen jeden Tag ein neues Projekt. Heute konkret hier an der Werra Floß bauen, Floß fahren, nicht umkippen, auch trocken wieder runterkommen und auch mit einem Seil einen kleinen Bach überqueren gehört dazu. Und die Kinder gehen das mutig an und machen tolle Erfahrungen. Dieses Projekt besteht aus drei Schwerpunkten. Einmal das Lerncoaching, dann die Persönlichkeitsentwicklung und das Integrationscoaching. Die Philosophie, die dahinter liegt, heißt Stärken, Stärken. Also zu gucken und zu erkennen, wo sind die Stärken und damit hoffentlich dabei am Ende der Schulzeit den Abschluss zu schaffen. Ferienaktion heißt das große, die große Überschrift, die seit 2014 immer zu den Ferien angeboten wird. Dieses Jahr haben wir zwei Wochen, die ersten zwei Ferienwochen. Die Kompetenzen sind sehr vielfältig, von Lebenserfahrungen für ihr eigenes Leben, von neuen Freundschaften schließen, Mut einfach zu fassen, dann einfach auch Selbstbewusstsein, Kreativität mit reinzufließen. Also die ganzen sozialen Kompetenzen, die sind ganz wichtig und die werden dort auch gepflegt. Also ich sehe, dass die Kinder mit wachsender Begeisterung und mit voller Konzentration bei den gestellten Aufgaben dabei sind. Und das ist erstmal schön und man merkt auch, dass sie regelrecht Sehnsucht haben nach solchen Angeboten. Und das ist einfach nur zu würdigen und herzlichen Dank an diejenigen, die das organisieren.